und sprüht einfach dann, je nachdem wie heftig die Erkrankung ist, einmal täglich bis bei sehr akuten Sachen wirklich vielleicht 5-mal in der Stunde. Also das muss man einfach abhängig machen vom Krankheitsfall. 3 Sprühstöße in etwa auf die Nase. Also das ist relativ einfach zu handhaben, wenn ich in dem Wasser, wenn das Wasser da drin ist mit die Globuli, dann ist das etwa 4 bis 5 Tage haltbar, dann sollte man das eigentlich wieder wegschütten. Wenn ich da natürlich einen Schnaps mit dazu tue und bei 100 Milliliter sind 2 Milliliter Schnaps ausreichend, dann ist das wesentlich länger haltbar. Also kann ich das damit rein tun. Und dieses Aufsprühen funktioniert sehr gut. Wenn ich im Anschluss an diese Flaschen, in diese Flasche wieder ein neues Mittel rein tun will, dann spült man das einfach aus. Einfach ein paar Mal auswaschen und das klappt also dann her noch auch unter Umständen drin, weil ja der Wirkstoff auf dem Kügelchen drauf ist und nicht in das Kügelchen eingearbeitet. Der ist also außen drauf und wenn ich die auf die Hand nehme, dann, wenn ich sehr sensibel bin, dann kann ich unter Umständen dieses homöopathische Mittel über die Hand aufnehmen. Welche Form er wählt, Globuli, Tropfen, Pulver oder Tabletten für die Verabreichung, ist die Größe eines Tieres oder einer Tierart nicht von Bedeutung. Die Kuh bekommt 3 bis 5 Stück und das Kalb erhält 3 bis 5 Stück. Es gibt manchmal Artikel in so Fachzeitschriften, da steht dann drin, dass die Kuh 30 Globuli braucht und das Kalb braucht 10 Globuli. Muss man immer schauen, wer den Artikel verfasst hat, ist meistens ein Arzneimittelhersteller, homöopathischer Arzneimittelhersteller. Je mehr Globuli verabreicht werden, umso eher muss man sie wieder neu nachkaufen. Also es ist tatsächlich ausreichend 3 bis 5 Globuli. Ich vergleiche das immer ganz gern, die homöopathische Wirkung mit einem Buch. Die Information, die in einem Buch drinnen ist, die kann ich rauslesen. Wenn das Buch passt, wenn mich das Buch interessiert, dann kann ich die Information nutzen. Wenn das Buch für mich jetzt